Ach so, der hängt da oben wieder, ja, klar. Eine Mana-Bohne. Ah ja, so. Pass auf, die bekommst du Blähungen. Nee, die beiden Ecken abbauen, oder was? Wow. Na, da hat dir jemand beim Abbauen geholfen. Ich bin jetzt irgendwie... Wo kam der denn her? Ja, von draußen. Noch mehr abbauen, oder bitte? Warte mal kurz. Wait. Ich versuche... Da liegen noch Seiten rum, irgendwie. Gerade, noch Platz zu schaffen. Hätte er euch anständige Rucksäcke mitgenommen? Ich hab einen großen Rucksack dabei. Au. Wo kommst du denn her? Der ist hier gespawnt. Leg, stell mal dein Bett auf und leg dich mal rein. So, wir stehen auf dem Kopf, Fuß, Kopf, Fuß. Ja, aber schnellste Weg. Oh, es geht. Okay. Yay. Hast du mein Bett? Ja, du hast mein Bett. Ja, hier hast du das Bett. Nee, kannst du ruhig... Ist, nee. Ist gut so. Ich brauche noch ein bisschen Platz. Aber mehr brauchen wir hier drin nicht abbauen. Wir können... Ich würde auch sagen, wir sollten nicht in die Netherfestung. So, Seiten sortieren tue ich zu Hause, weil alles andere wäre ziemlich dämlich. Aber ich bin jetzt auch voll. Also ich habe zwei Bibliotheken reichen, um einen komplett voll zu hauen. Ja, weil du alle Bücher mitnimmst. Nee, die Seiten. Jede Seite braucht einen einzelnen Platz. Echt? Ja. Klar, aber wir können nachher mal durchgucken, was wir uns jetzt schon für schöne Dinger bauen könnten, für schöne Welten. Also du brauchst die Zeit, um andere Welten zu bauen, oder was? Genau, um spezifische Welten mit bestimmten Eigenschaften zu bauen. Ah, okay. Zum Beispiel eine Flat World, auf der es immer Tag ist, also auf der nie die Sonne untergeht, und besonders viele Erze spawnen und so, weißt du, so eine Sachen halt. Achso, was meinst du, dann ist besonders viele Erze wäre gut, um dann eine... um Quarry aufzubauen. Ja, es wäre schon gut, einen Quarry aufzubauen, nur wenn wir sagen, wir nehmen eine Welt, auf der immer Tag ist zum Beispiel. Und auf der es nie schneit. Warum? Ja, weil es alles Lags verursacht. Ach so. Oh. Teflon. Hä? Mein Telefon klingelt. Auch meins hat auch schon 5-mal vibriert. Wollte auch gerade sagen, ich dachte mir, ich höre doch da was vibrieren. Jetzt macht die ganze Zeit. Debi, du sollst dich doch nicht immer selbst anrufen, wenn das Handy in der Hosentasche ist. Ja, ja, ja. Ich bemühe mich, es nicht mehr zu tun. Okay. Da ist er gerade an mir vorbeigeschossen. Willst du den Creeper, oder? Ja, in den Crab-Kisten oder in den Farming-Kisten ist ja gar kein Platz mehr. Wo soll ich mein Zeug alles? Richtig einsortieren. Genau, schön brav sortieren. So. Ich hab einen Zombie hinter mir. Bob ist. Oh, was ist denn da für eine Farmparty? Ach, geil, die sind alle unter meinem. Nee, da gehe ich nicht hin. Nee, ich hau ab. Das sind erstmal irgendwie 8 Skelette oder so. Ja, ja. Blöde. Ja, alle unter den Baum verkrochen. Oh, ja. Leck. Wie heißt denn die Kiste, wo ihr die Barren drin habt? Oder soll ich die einfach bei der Nee, die Barren sind die unten. Die kannst du in mein Lager. Genau. Räum die in mein ME-Lager da an. War ja was. Bett aufstellen. Sebi? Jo. Oh. Ups. Warst du schon hier irgendwo? Hier. Ja. Oh, Schnee. Auf Schnee geht's nicht. Oh, ich hasse Schnee. Ich liege. Gute Nacht. Gute Nacht. Jo. Und Richtung Süden müssen wir weiter, ne? So. Jupp. Weiter Richtung Süden. Lal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 a. Netherfestung schon wieder? Ja, ja. Hallo? Jemand zu Hause? Nein. Dann gehen wir einfach weiter. Aua, haust du mich? Ich hab dir ein bisschen Gehirn einfrieren. Du hast es verdient. Und du brauchst das. Wow! Läuft der voll in den Creeper, ey. Ja, was denn? Ich dachte, der gibt mir so einen Boost nach vorne. Au. Au. Oh, hier ist ein Blazer-Spawner oder was Au. Ist hier? Au. Bin ich irgendwas vergiftet. Hier ist ein Blaze-Spawner. Cool. Und haufenweise Zeug, was von unten kommt. Ja, ich sehe schon. Was ist das für Parade, die da gerade rauskommt? Da kommt noch mehr. Ich habe übrigens 10 Pages gefunden. Sehr gut. Scrumpland-Biom. Pages sind immer gut. Spawnen überhaupt jetzt bei dem Wetter? Hast du 5 Eisen bei? Ja, wieso?
Ach nee, das kannst du, glaube ich, ich glaube, Spawner kannst du nur mit der Diamant-Dings tragen. Es gibt eine Dolly, damit kannst du so Sachen wie Spawner abbauen. Wie baut man die denn? 5 Eisen einfach wie ein L. So. Gabst du dir in die Kiste rechts neben deinem Ofen gepackt? Baby. Geht gar nicht. Moment, ich guck mal. Dolly. Danke. Dolly. Ach so, da muss jetzt noch ein Holz in die Mitte, okay. Was für ein Holz? Also so? Ein richtiges L, also komplett bis nach links und dann ein Holz in die Mitte. Und dann rechts kriegt er drauf, oder was? Ja, wenn es funktioniert. Es kann auch sein, dass du dafür die Diamant-Dolly brauchst. Geht nicht. Ich denke nicht, dass du die nötige Menge an Diamanten dabei hast für eine Diamant-Dolly. Warte. 3 Stück. Kannst du wie viel? 3. Ich habe 0 dabei. Ach, schade, schade. War ja ein Versuch. Aber der Spawner wäre schön eigentlich. Markiere mal die Stelle oder sowas. Ja, mache ich. Hier, nimm den Dolly mit. Ich kann ihn nicht brauchen. Blaze Spawner. Ist schon wieder Nacht? Interessant. Werde ich gerade angehauen oder so? Oh Gott, das ist ein Blaze gespawnt, oder? Ja, klar. Oh mein Gott! Und ich war gerade am Komm weg hier. Markerpunkt setzen. Juhu! Into the fire! I got my special. Hier, Bett aufstellen, schlafen. Gute Nacht. Ja. Schon wieder falsch rum. Ja, schon wieder neuer Blaze, ich sehe ihn schon wieder. Aber es ist interessant, dass die nur nachts spawnen. Ja, ich glaube, die brauchen ein gewisses Level an. Dann müsste schon wieder da sein, oder? Ah, nee, der Spawner wird nur angezeigt, okay. So, Richtung Süden, das ist hier. Dann gehe ich nochmal los. In welche Richtung denn? Oh, da hinten rüber. Wir sind an der Bibliothek vorbei. Hä? Echt jetzt? Kommen wir nochmal zurück? Ja, klar. Da. Da gehen wir nochmal schnell gucken, ne? Das ist natürlich der Nachteil durch den Schnee jetzt. Dass du es nicht siehst, oder wie? Ja. Jawohl, ich hab's ja gesehen. Aber diesmal bitte nichts abhauen, wenn es geht. Ich versuche jetzt mal nur spezifisch die Seiten rauszufiltern, die wir brauchen. Lol, das war die, wo wir am Anfang waren. Jupp. Eindeutig. Dann müssen wir immer noch weiter Richtung Süden, dann sind wir gleich wieder zu Hause. Ja, zu Hause. Hä, da müssen wir ja schräg gelaufen sein irgendwie gerade. Ja, sind wir, glaube ich, auch ein Stückchen. Okay, ja, dann. Okay, Blaze Spawner. Ich habe nur gerade auf der Map geguckt, wo wir lang müssen. Naja, nach 000, das sind auch 600 in die Richtung. Da sagst du was, da sagst du was. Spring. Echt? Boah, mich nervt es gerade, dass ich höre, dass die auf der Terrasse noch aktiv sind, ey. Ganz böse. Dürfen sie nicht? Nee, ab 22 Uhr ist die Terrasse Verbotsgebiet. Und wenn das weiter so läuft, wie es aktuell läuft, werde ich die wohl mal wieder eine Woche zumachen einfach. Und dann ist Hamzat, ja, gut. Weißt bist du, voll fies, ey. Ja, das Leben ist hart. Das sollte man auch als Student wissen. Leben ist kein Ponyhof. Boah. Die knallen die ganze Zeit durch diese Terrassentür. Ich höre das doch. Wo bleibst du denn, Sebi? Ich renne. Ich habe keinen Stab, der sonst was dabei. Echt? Wieso hast du keinen? Weil ich den zu Hause gelassen habe, genau wie alles andere, um leere Taschen zu haben. Genau wie du es hättest machen können. Ja, aber du wusstest ja nicht, dass wir hier was einsammeln wollen. Ich wollte ja hier nur hingehen, weil ich Spaß dran habe. Ja, dachte ich. Gut, also das erste Age, was ich hier hergestellt habe, muss ich dann auf jeden Fall löschen. Wieso? Achso, naja, das ist der Server Crash Age. Ja. Das wäre vielleicht nicht unbedingt so. Wird schon wieder dunkel, ich glaub's nicht, ey. Ja. Wollen wir jetzt ins Bett gehen? Ja, komm, wir sind noch 70, nicht, dass uns irgendwas passiert. Einfach aufstellen und ins Bett. Ja. Gute Nacht. Wir machen hier Wildcampen. Mhm. Wo wir gerade langlaufen. Aber mit einem richtigen Bett, das ist eigentlich das Interessanteste daran. Es gibt ja auch Schlafsäcke hier. Langweilig. Also bei mir sind es keine 70, sondern auch über 100. Jetzt bin ich auf 100 runter. Bei mir sind es noch minus 8. Ich bin da. Sehr schön. Dann ab gen Heimat. Da muss ich mit der leeren Hand drauflegen, hast du gesagt, ne? Ja, wäre günstig.
Und dann auf dieses Feld in der Mitte, ja? Das, Karo. Hä? Auf das Viereck auf der rechten Seite. Das Buch ist nicht da. Willst du mich verarschen? Es ist doch da, das Buch. Bei mir ist es nicht da. Ach, okay. Dann bist du hier gefangen. Tschüss. Browser kommt nie wieder nach Hause. Ist jetzt dein Ernst? Das Buch ist wirklich nicht da? Bei mir ist das Buch nicht da. Ja, warte, ich bring dir mal ein Linking-Book nach drüben. Dafür brauchen wir ein Link-Panel. Ach, warte mal, ich hab hier ein Buch im Inventar. Linking-Book hab ich hier. Warum ist das nicht das in meinem Inventar? What the heck? Leg's bitte wieder okay, auf den Stand. Ich komme. Sehr gut. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Was auch immer du gerade gemacht hast, es war böse. So. Bin jetzt da. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Achso, soll ich dir deinen blauen Kristall hier irgendwo lassen? Ja, pack dir einfach irgendwo rein, wo Platz ist. Ich muss hier sowieso alles aussortieren. Nein! No. Discounter für Sunny, das zählt für Fee. Oh, weil sie ist ja für Fee da. Warum auch immer das Zombie-Pigment angefangen hat, mich anzugreifen, obwohl ich nichts gemacht habe. Weil es dich mag. Unsere ganzen Eisenpflanzen, Alter. Was ist mit unseren ganzen Eisenpflanzen? Die sind alle fertig. Ja, optimal. Wieso hab ich jetzt hier nur... Hä? Wo sind denn die Samen? Wie heißen die Samen nochmal von diesen Eisenpflanzen? Kann das sein, dass auch keine Samen bei rauskommt, sondern nur das andere? Ja. Aber selten, ja? Ja. Weil dann gehen ja die Pflanzen bei kaputt. Das ist extrem selten. Also ich glaube, ich habe es jetzt einmal erlebt oder so. So. Oh, jetzt habe ich meinen Rucksack. Den hätte ich natürlich nicht weg. Oh, Leck. Aber sowas von. So. Rucksack, komm her. Oh, wieso greift mich das scheiß Zombie-Pigment an? Hast du ein Erz abgebaut? Nein. Und ich kann auch nicht respawnen. What the fuck? Klick auf Respawn und nichts passiert. Jetzt geht's. So, was haben wir denn gefunden? Thinned Mystic Grove Biom. Ja gut, war eh Savanna-Biom, Valley-Biom, Mushroom. Oh, sehr gut. Mushroom Island-Biom. Geil. Dann habe ich ein Biom, wo keine Monster spawnen. Wieso? Spawnen da keine Monster? Mushroom Island spawnen keine Monster. In allen Mushroom-Biomen spawnen generell keine Monster. Ich habe eine Nature Essence und eine Iron Essence in der Hand. Mhm. Dass hier durchgewütet bist. Aber ich habe fast nur Biome gefunden. Du bist ja, du hast dich da hingestellt, aber schuld. So. Ja, ich habe keine Bliss Rods gefunden. Durch zwei Schneebiome gelaufen. Vielleicht musst du in ein Eisbiom rein. Der Sebi hat dich verarscht. Nein, alle Kältebiome. Ja, stand zumindest mit in der Wiki. Wiki. Wake up and shining. So, was mache ich jetzt mit den Seeds, die ich noch übrig habe? Ich habe 4 Seeds zu viel, das Feld ist voll. Dann ein neues Feld rein, da ist noch ein leeres Feld. So, einmal Filing-Kabinett und dann kommt ihr hier alle rein. Was wechseln denn hier? Enderkorb, ach ja, so. So, dann haben wir zumindest erstmal die Seiten in einer guten, übersichtlichen Variante. Ja, soll ich nochmal eins aufmachen? Auf gut Glück. Ja, auf gut Glück oder ein bestimmtes? Nee, wir haben noch zu wenig Seiten dafür. Ja, aber dann gehst du alleine da rein. Ich bin jetzt hier. Muss weitermachen hier. Weitermachen mit was denn? Landschaftsgärtner. Du musst weitermachen mit, er tut so, als ob er was macht. Oh, leid. Oh, ich bin so beschäftigt. Ich bin Rather Moon. Ja, du auch? Oh, es war fast ein Stick Eisen. Beschäftigungsgrad over 9000. So, okay. Ein Linking Panel und. Genau, hattest du nicht gesagt, du hattest Eisen, Sunny? So, und dich nehme ich mal mit. Achso, ein Eisen, eine Eisen-Essenz habe ich in der Hand. Nee, weil du, was ist egal. H3 nenne ich jetzt mal Nether. Plus Crystal. Dann ist es eindeutig. Mhm. So,
kann sein, dass das im Never gerade rumfliegt. Kann ich nicht rein, weil das Zombie-Pigment genau vor dem Portal steht. Das ist, so. Meine Sachen, aber das Wichtigste hatte ich vorher hier gelassen. Okay. Ich würde jetzt reisen. Seid ihr ready? Kann man dafür bereit sein? Nein, kann man nicht. Ich klicke und in der Zeit hole ich mir was zu trinken. Das heißt, wir dürfen jetzt nichts machen in der Zeit, ne? Ihr dürft nicht nur nicht, ihr könnt nicht. Atem ist weg. Also im Moment sieht's noch gut aus, was der Server macht. Ja, ne? Sehe ich auch so. Spawning, er spawnt. Ich setz Zäune und das macht keinen Sound. Das ist nicht gut. Ja, aber der Server ackert noch. Ja, der ist auch diesmal nicht abgeschmiert, weil ich habe direkt den Sonnenaufgang gesehen am Anfang. Das heißt, es könnte Tatsache was Gutes sein und hier schneit's wenigstens nicht. Oh, ist ja süß, hier sind ganz viele Imps. Was?